So. Okay. Also die Treppe soll dann hier. Also hier geht die Mauer erstmal dann später runter. Hier geht keine Treppe runter, aber hier kann man dann runter gucken. Und hier habe ich mir so vorgestellt, dass hier dann halt eine Treppe runter geht. Müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, gar keine Steingrabwähler, habe ich auf jeden Fall hier. Dann kommt hier eine Steinstufe hin. Und dann kommt hier eine Lage Gravelin. Da kommt hier wieder eine Steinstufe. Und hier wieder eine Lage Gravel, glaube ich. So müsste das eigentlich passen. Hier können wir mal kurz ein Erde hinsetzen. Dann mal schauen, hier vielleicht auch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall Steinstufen. Und das soll ja dann hier so um die Ecke gehen. Also, nee, das muss weg. Und dann hier die Steinstufen. Und hier vielleicht nochmal Gravel. Okay. So, da müssen wir, brauchen wir dann hierfür die Steinstufen, ne? Um dann die Treppe jetzt hier vorzuführen. Mal gucken. Naja, Steinstufen haben wir ja gar keine. Ne. Da müssen wir nochmal kurz ins Lager schauen, ob wir da Steinstufen haben. Ansonsten können wir uns die ja machen, weil Steine haben wir ja auf jeden Fall gehabt, ne? Diesmal nehme ich mal den Aufzug wieder. Geht auf jeden Fall schneller. So, jetzt haben wir hier bald auch keine. Ah, guck mal, hier sind noch Steinstufen 64. Können wir die schon mal nehmen? Und hier haben wir noch Steine. Mal gucken, ob wir hier noch. Ah, hier haben wir genug Steine. Na, hier ist nur Cobblestone, aber kein Gravel mehr drin. Und mal gucken, was hier noch drin ist. Auch nur Stein. Na gut. Egal, dann können wir ja erstmal. Kein Platz mehr. Schmeiß mal kurz mal blub, die Erde raus, die braucht man nicht. So, den können wir auch wegschmeißen. Gut, dann das reicht erstmal, um zu gucken, wie das Ganze da überhaupt aussehen wird. Ob das, ja, ob das gut aussieht oder nicht. Das gucken wir uns dann mal an. Noch braucht man nichts essen. Hä? Wieso ist denn der Stein da gerade wieder verschwunden? Kurzzeitig. Naja, egal. Babam. So, ne? Wenn wir die schräg machen wollen, müssen wir das so machen. Das soll ja hier so schräg runterführen. Jetzt habe ich hier noch eine Fackel, die ich hier hinsetzen kann.
kann. So, damit ich ein bisschen was sehe, wie das Ganze überhaupt aussieht. So. Okay, also hier setze ich erstmal so die Steinstufen hin. So. Ich glaube, hier müsste dann noch eine Lage Erde hin. Und dann müssten hier noch mal Steinplatten hin, ne? Dann müssen wir uns hier runterbauen. Das heißt, ich hole mal ein bisschen Erde. Das können wir ja von hier jetzt machen. Die Erde hier muss später eh weg. Was ich jetzt hier aus dem Raum mache, hier hinten, weiß ich auch noch nicht. Hier könnten wir, glaube ich, auch schöne Zimmer machen. Hier in die Ecke und hier vorne rein oder so vielleicht. Die dann die Leute beziehen können, wenn sie wollen. So. Also, das heißt. Es geht ganz schön weit runter, ne, damit wir das hier hinkriegen. Also die Treppe muss schon bis hierhin gehen. Damit wir das so hinkriegen. So, jetzt haben wir erstmal eine Treppe. Warte mal, ich hole mir mal ein paar Fackeln noch. Ich habe ja keine mehr. Sollen wir mal da vorne ein bisschen mehr Licht machen? Da sehen wir mal ein bisschen zu wenig. Also wenn man von hier kommt, sieht man zwar genug. So. Okay. Naja, jetzt ist es eh heller geworden, weil es anscheinend draußen ein bisschen heller geworden ist. Aber mal okay. So. Jetzt wollte ich ja, dass diese Treppe hier runterführt. Also muss da unten einmal Erde hin, dann muss hier wieder Gravel hin. Und da Erde. Gucken, ob das überhaupt hinhaut. Weil die Treppe zieht sich jetzt extrem. Wird jetzt sehr lang. Wenn die nur so leicht runter geht, wie ich das vorhab. Okay. Seht ihr das, was ich meine, wie, weil die sich so
Wie kriege ich die denn jetzt dazu, dass sie so wunderschön nach da unten runterfällt? Dass das alles passt. Also da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Ich glaube, der Anfang hier ist ganz gut. Hier auch, aber hier werde ich die irgendwie anders weiterbauen. Dass wir hier dann uns hier so runterschlängeln. Und ich glaube, ansonsten werde ich nämlich auf dieser Ebene jetzt einfach... So, ich mache das jetzt einfach mal, damit ich... Nee, das war jetzt eins zu viel. So, hier machen wir jetzt einfach mal das Loch zu. Gucken wir mal, wo das hinführt. Das war, glaube ich, eins zu viel. Das können wir wieder wegmachen. So, weil dann will ich nur noch das hier, also man kann hier runter, das ist dann die andere Ebene. Auf der Ebene mache ich, glaube ich, dann das Schloss hier. So, dass wir hier die Erde auch noch wegmachen, dass das alles dann diese Ebene hier ist. Dann haben wir einmal die Treppe hier runter. Und dann wird die Treppe irgendwie hier schmaler sein und dann nach unten gehen, hier runter, steiler runter gehen. Dann könnten wir vielleicht dafür hier diese ganz normalen Bruchsteintreppen nehmen. Die dann irgendwie hier runterführen. Müssen wir mal schauen, das war jetzt auch falsch rum. Das heißt, die würde dann schon so steil werden hier. Aber ich glaube, das ist auch gut so, oder? Einen runter. Ja. Das passt ja eigentlich. Komm, dann machen wir das hier gerade noch so fertig, weil wir ja sowieso... wie machen wir das denn hier? Tja, das ist ja so von der Idee ganz gut, aber ich glaube, das müssen wir, ich muss die Treppe dann nochmal verschieben, und zwar, dass die, irgendwie hier anfängt und dann parallel hier runter geht, dass man besser da drauf kommt, so. Also wisst ihr, was ich meine, ne? Ich mache mir das einfach nur mal als Gedankenstütze einfach mal hier rein. Ups, das war jetzt falsch. So. Okay, und dann so runter. Dass man, wenn man von hier oben, das, wenn wir von hier jetzt runtergehen und... Da müssen wir mal schauen. Dann wird das hier... Da, wie ich den Eingang zum Keller mache, weiß ich noch nicht. Hier wird noch zugemauert, denke ich mal. Dann geht man hier, auf einmal geht ich ziemlich steil runter nach hier. Und dann vielleicht nochmal eine steile Treppe hier runter, wo hier eine Öffnung ist. So, wo wir dann hier irgendwie ab in die Katakomben der Burg gehen. Also die ja noch gar nicht existieren, aber die dann ja kommen.
Ja, irgendwie so, denke ich mal, machen wir das. Ja, okay. Perfekt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, gefällt mir auf jeden Fall so. Naja, das war jetzt doof. Der Stein da gehört so da nicht rein. Den tauschen wir mal aus gegen Gravel. So geht den da auch. Den. Den. Die beiden auch. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Machen wir noch hier so eine Mauer hin. Und hier. Gut, dann kann man nämlich hier so schön hochgehen. Ja, ist noch nicht optimal hier gelöst. Aber das ist ja erstmal die Idee, wie es werden soll. Und mal gucken. Mal gucken, wie wir das lösen. Aber ich denke mal, das ist doch schon mal ganz gut. Man kann sich schon mal vorstellen, was das hier werden soll. Vielleicht ja, probiere ich hier einfach mal auch ein bisschen. So einen Zaun zu machen. Aber ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Mal gucken. Das ist jetzt einfach mal ein Test. Ob man da überhaupt sowas hinmachen muss. Ne, ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht so toll aus. So, Dalle. Wunderbar. Und ja, damit werde ich mich mal verabschieden und sage vielen Dank fürs Zusehen. Für die, die es jetzt noch nicht wussten oder eher gesagt, die jetzt das Let's Play selber auf YouTube gesehen haben und nicht das Livestreaming. Wie gesagt, das war jetzt, die letzten drei Folgen sind in einem Livestreaming aufgenommen worden, deswegen auch einfach am Stück geschnitten, also mittendrin einfach geschnitten. Ja, das Ganze ist von mir einfach mal so ein bisschen so ein kleiner Test gewesen, um zu gucken, ob das bei den Leuten ankommt, wenn ich quasi die Let's Plays, während ich sie aufnehme, einfach live auf YouTube streame. Denn mittlerweile ist es halt möglich, dass diese Livestreamings auf YouTube, auch die Gaming-Livestreamings auf YouTube halt geguckt werden können, ohne dass man eine VPN-Verbindung braucht, also übers Ausland geht, weil sonst waren die Videos ja nicht, bei YouTube Gaming zum Beispiel, ja nicht verfügbar. Aber jetzt ist das seit ein paar Tagen möglich. Ja, deswegen sage ich jetzt nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Minecraft. Ciao, Leute.